Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013. Wieder im Multiplayer mit David zusammen. Wo ist er? Hallo. Das ist immer herrlich. Anmoderation mit David funktioniert immer perfekt, weil David immer total vertieft ist. Da hinten seht ihr ihn übrigens in seinem Mähdrescher. Ja. Der zieht ja einsam seine Kreise und seine Bahnen und da reagiert er gar nicht auf seinen Namen. Da reagiert er nicht. So, na gut. Wie gesagt, wir haben gerade eben Gerste entladen. Sind jetzt wieder schön im Plus und der David, der schnappt sich ja gerade schon den Raps. Folgendes werden wir jetzt tun. Wir wechseln jetzt kurz. Jetzt kann der David eine Runde entladen fahren. Das muss eh noch hier wachsen. Und wie sieht's aus? Bist voll? Nee. 88. Ja, das geht ja noch. So, da tue ich ja gerade mal schnell unsere Sämaschine wieder aktivieren. Also man muss hier echt sparen, gell? Weil unser Mähdrescher kostet jetzt insgesamt Moment. Ein bisschen was über 200.000. Also welche? Quasi 100.000 gespart. Ach Quatsch. Ja. Was durch dieses der Mähdrescher 28 der hier vorne ist Schneidwerk. Eieiei. Das ist natürlich krass. 1000 gespart. Ja, das Problem ist halt, man das haben wir letztens wieder festgestellt. Das kleine Problem an der ganzen Sache ist, das Sonderangebot ist alles schön und gut. Das Problem ist nur, man kann das Sonderangebot nicht wahrnehmen und das Objekt, das Begehrte, nicht kaufen. Genau. Wenn man das Geld hat, was das Sonderangebot halt kostet, sondern man muss das Geld haben, zur Verfügung haben, was der real kostet. Also wenn der jetzt von 265 auf 190.000 gesenkt ist, dann braucht ihr 265.000, um das Sonderangebot von 190.000 wahrzunehmen. Ist zwar eine total komische Logik, die ich überhaupt nicht verstehe, was sich da Astragon gedacht hat dabei. Aber gut, die werden sich was gedacht haben dabei. Und von daher... Was sagst du? Ich glaube nicht. Okay. Das ist einfach nicht bedacht gewesen, denke ich. Nicht bedacht, na gut. So, okay, das braucht man nicht. Ah, verdammt, ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Ah. Ach, das ist aber auch ärgerlich. Machst du schon Eier sammeln? Nee, war ich nicht. Haben wir voll zu tun hier. Kommt gar nicht mehr zum Eier sammeln. Komischerweise. So, aber gut, das Feld ist jetzt noch nicht fertig. Deswegen können wir auch mal schnell Eier sammeln gehen. Ja, was wollte ich sagen? Was willst du jetzt wegfahren? Noch was kurz zwischendurch. Was soll ich jetzt wegfahren? Ja, Raps. Raps? Ja, ist da drin, oder? Ja, na, ich frage nur nicht, dass du... Ja. Nö, hau Raps rein. Und einmal zur Gaststätte. So, Ei her, du Huhn. Eier sammeln, das macht Spaß. Nee, macht's natürlich nicht. Aber was will man machen, wenn man hier kein Geld hat? Verdammt nochmal. Kein Geld und hohe Unterhaltskosten. Hab erst wieder 600 Liter Diesel in den Mähdrescher reingehauen. War nicht billig, sag ich euch. Hm, vor allen Dingen bei den Spritpreisen. Ja. So. Ich hatte es im letzten Part schon erzählt. Wir haben natürlich auch ein paar neue Mods, haben ein bisschen was verändert, haben uns zwei neue Anhänger gekauft. Warum, wieso, weshalb, habe ich alles im letzten Part erzählt, wen es interessiert, beziehungsweise wer es nicht gesehen hat, dann guckt mal kurz. Ja, das bringt uns auch nichts, dass er das Feld da gekauft hat. Wir brauchen mal eine große Nachfrage so langsam. Mal was anderes. Wieso zeigt denn der die Hänger nicht mehr an? Welche Hänger? Die ich dran habe. Wie, verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Ich habe zwei Hänger dran, ich kann aber... Ich sehe die aber nicht am Traktor. Also hier am... Lass mich mal reinspringen. Also ich sehe sie. Häng mal die Hänger ab. Hm. Du musst... vielleicht hat sie auf Gen nicht umgeschalten. Nee, die Dinger waren ja nicht da. Ach so, die waren gar nicht da. Nee. Oh, das ist ja cool. Jetzt sind sie wieder da. Sind sie wieder da, ja. Das freut mich natürlich. So, dann machen wir mal noch unsere Rundumleuchten an, weil wir, sind ja hier gerade voll bei den Mäharbeiten und da müssen wir natürlich unsere Rundumleuchte mit anhaben. So, ja,
Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Wie gesagt, nächstes Projekt wird werden... Oh, jetzt ist das Feld hier noch nicht mal ganz fertig. Was ist denn das für ein Humbug? Das ist doch zum Heulen. Ich verstehe das nicht so richtig. Na gut, sei es drum. Machen wir es halt so. Ja, wie gesagt, unsere nächsten Investitionen, ein Ladewagen auf jeden Fall. Wir hoffen mal, oder wir erhoffen uns davon, dieses Getreide, dieses Abfallprodukt, was bei Gerste und Weizen entsteht, dadurch einsammeln zu können und hier drüben in der kleinen Holzhütte, die hier, geradeaus, leicht rechts seht, verkaufen zu können und dadurch natürlich extra Kohle zu kassieren. Dazu brauchen wir allerdings einen neuen Traktor, aber den brauchen wir so oder so. Da werden wir uns einen Frontlader auf jeden Fall zulegen, um gleich noch unsere Mission mit erfüllen zu können. Endlich mal, weil da ja doch einiges an Geld rumkommt. Und ja, was noch, ja, das sind die zwei Sachen, die erstmal anstehen. Die kosten auf jeden Fall genug Geld. So, jetzt ist das ja auch fertig. Die kosten auf jeden Fall genug Geld. Aber wir haben natürlich auch genug im Lager, wie ihr seht. Aber eine große Nachfrage wäre jetzt echt mal ziemlich erregend für mich. Weil das nervt. Seit Stunden kommt ja keine große Nachfrage. Und da haben wir schon uns extra auf drei Sorten jetzt spezialisiert. Weizen, Gerste und Raps haben gesagt, wir hauen von jedem was ins Lager. Es kam aber zwei große Nachfragen. Ja, Kartoffeln und Zuckerrüben. Ja, das ist ja das Kuriose an der Geschichte. Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais. Das ist das, wo große Nachfragen kommen. Aber nichts mit dem, was wir haben. Ich weiß nicht, ob das Spiel weiß, dass wir das haben und uns hier einfach nur ärgert. Oder, tja, ich weiß auch nicht so richtig, wie man das sonst hier nennen oder beschreiben soll. So. Gut. Das ist natürlich total sinnlos hier gerade eben, weil da vorne der Streifen ist auch noch nicht fertig. Meine Güte, dass das ja auch nie gleichmäßig wächst. Ist doch im wahren Leben wächst das da auch gleichmäßig, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich am Feld vorbeifahre, ist da nie ein grüner Streifen in der Mitte. Oder hast du schon mal sowas gesehen? Nee. So ein Phänomen. Na gut, egal. Müssen wir mitleben, ob wir wollen oder nicht. So. David. Ja, Zeit erstmal runter. David, ich bin so aufgeregt. Große Nachfrage Weizen. Genau im richtigen Moment, weil davon haben wir 170 Tonnen. So, ich guck gleich mal, wie viel das ist. 918 im Hafen. 918, na gut, das ist jetzt auch nicht so der Brüller, ne? Aber es ist das 1,6-fache und es geht 12 Stunden. Von daher werden wir dann natürlich jetzt auf jeden Fall wegfahren wie die Weltmeister. Wollen wir es vielleicht so machen? Du ein Hänger, ich ein Hänger. Mit zwei Traktoren oder was? Mit dem roten noch. Ich weiß nicht, ob das... Sind wir auf jeden Fall schneller. Warte mal, wir kaufen uns den anderen fix, weil das Geld haben wir. Ach ja, das können wir machen. Das ist cool, das machen wir. So, Trommelwirbel. Ihr werdet gerade Zeuge, wie wir uns endlich unseren dritten Traktor zulegen. Hast du genug oder brauchst du noch was? 31 hätte er. Warte. So, dann nehme ich die Zeit mal auf 5. Das reicht. Mähdrescher ist eh fast voll. So, stellen den hier hin, machen den aus, weil wir wollen ja sparen. Und ich bringe doch direkt mal, Moment, den können wir ja eigentlich nochmal hier, zack, fix weitermachen lassen. So, den fahre ich nochmal schnell rüber. 41 habe ich jetzt, wie viel hast du jetzt noch? 20. Ui, na holla, die Waldfee, gar nicht mal so schlecht. So. Ja, soll ich jetzt die Frontladergabel da irgendwie gleich noch mitkaufen, oder? Wenn du willst. Brauchst du nochmal 12. So, ab zum Händler. Und zwar, wir wollen Mods nach Gerätetypen.
Frontlader, 35.000 kostet das gute Teil. Den kaufen wir jetzt. So, gekauft. Jetzt habe ich noch 18. Wie viel hast denn du noch? 8. Gut, das klingt erstmal nicht so schlecht. Gewichte. Aber wir können da noch nicht jetzt ernsthaft ein 2,5 Tonnen Gewicht von dran machen. Na, brauchen wir doch nicht. Nimm doch nur ein 1000 Kilo Gewicht. So, na egal. Aber ich kaufe jetzt mal den Frontlader, gell? Mhm. So, habe ich gemacht. Und jetzt kaufe ich mal noch die... Ich kaufe aber nicht diese komische Gabel. Sondern? Na, eine Palettengabel, oder? Die kannst du dafür auch benutzen. Ach, das ist doch kacke. So eine Ballengabel. Nee, der kauft halt eine richtige. Würde ich sagen, ne? So eine richtige Palettengabel geholt. Naja, dann mach. So, welche ist denn cool? Deutsch. Was ist das gerade? Ein Fendt, gell? Fendt, ja. Na egal, die passt überall dran, denke ich mal. So. Die gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Die sieht gut aus. Die nehmen wir. Kaufen. So. Da ist es, das gute Stück. Wunderbar. So, können wir uns mal kurz angucken. Hier, einmal frei. Geiles Teil. Jawohl. Wo ist mein Gewicht? Achso, hab ich nicht gekauft. So, ja. Einmal frei. Starten wir gleich mal. Das Coole ist, auch dieses Gerät wieder gebraucht. Deswegen der günstige Preis. Man sieht es hier. Verrostete Stellen. Und ja, halt abgenutzt einfach. Das finde ich auch das Wunderschöne, dass die Modder diesmal wirklich so viel Wert aufs Detail legen und man ganz einfach auch gebrauchte Sachen für ein kleines Geld hier bekommt. Und das ist einfach gut so. Hier kannst du sogar ein Tempomat einstellen, glaube ich. Ja? Noch besser. So, wie sieht's aus jetzt hier, oder was? Willst du das Ding nehmen, oder wie? Ist egal, ich wollte nur mal gucken. Ja, also, ja. Genau, häng mal dran hier, das Ding. Oh, ja, das wird doch wieder nix. Pass mal auf. Nee, mach das schon. Oh. Ja, wunderbar. So, du musst das mal hoch machen. Du schleifst... Ja, genau. Uiuiui. Jawohl. Kannst du aber... kannst du aber trotzdem noch ein Gewicht dranhängen, ne? Das werden wir auch brauchen. Ich kaufe noch eins. Gewicht, Gewicht, Gewicht. So. Gewichte. Ja? Geht nicht dran. Geht nicht? Ah! Verdammte Axt. Dadurch nicht. Nee, also ich wüsste jetzt nicht. Nee, geht nicht, wahr? Nee. Schade. Okay, ich besorge dir neues. So, in ihrem Besitz. Da brauchen wir die natürlich nicht. So, da hast du dein Gewicht. Und hier hast du deine Palettengabel. Ey, das, sag mal, ruckelt das bei dir auch so? Ja. Ehrlich? Ja, aber das geht auch nicht mit dem Gewicht und Dings. Lass mich mal kurz mal rein. Ich mach weiter mal hier meine. Also bei mir ruckelt es überhaupt nicht. Hä? Bei mir ruckelt das nicht. Gibt's doch nicht. So, das sieht jetzt gerade mal keiner, was wir hier machen. Oh, verdammt. Hat keiner gesehen. Nein, hat keiner gesehen. Ich gehe aufladen. Den Hänger habe ich dir auch schon hingestellt, hast du gesehen, gell? Ja. So, wie es ausschaut, ist unser Part auch schon wieder am Ende. Das. Was war was? Nee, nix. Was ist ein IC anschalten? Okay.
Okay. So, Hänger dran, wunderbar. Ja, also der schafft auf jeden Fall schon mal eine geschmeidige 42 mit Hänger dran. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Was fahren wir weg? Achso, ja, wir fahren weg natürlich. Weizen. So, Moment. Was ist jetzt eigentlich... Wie ging das jetzt mit diesem Tempomat anschalten? Ich weiß nicht. Muss vielleicht mal auf Plus Minus oder so. Ja, habe ich. Tempomat deaktiviert. So, wohin muss der Weizen? In den Hafen. Ja, bevor wir den natürlich da hochfahren oder hier weitermachen, machen wir hier erstmal kurz Part Ende. Wir wollen natürlich auch die Spannung für den nächsten Part hochhalten und außerdem ist unsere Zeit abgelaufen. Deshalb, ich habe mich gefreut oder wir haben uns wieder mal gefreut, dass ihr mit dabei wart und hoffen, euch hat es gefallen. Besucht uns einfach mal auf dem Kanal, lasst ein Abo da oder ein Like oder ein Kommentar, wie ihr wollt. Wir freuen uns über alles und vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Bis dahin, tschüss.